Das, ja, ihr seht es ja selber. Mai 2023, 9 Uhr morgens, herrliches Wetter. Willkommen auf der Balkantrasse, dem Panorama-Radweg hier in Burscheid gerade. Der Plan heute: 31 Kilometer, einmal rund um Burscheid. Viel Spaß dabei! So, 9.17 Uhr, kurz nach Kilometer 2. Willkommen in Ellinghausen, Wermelskirchen. Ja, das Konzept hinter der Wanderung heute, das habe ich vor ein paar Jahren schon entwickelt. Die Idee dahinter ist, einmal komplett um das Städtchen Burscheid herumzulaufen und dabei eben außerhalb oder auf den Stadtgrenzen von Burscheid zu bleiben. Das sind dann 31,5 knapp Kilometer, je nachdem. Ich habe die Wanderung schon mal vor, ich glaube, 3 Jahren gemacht. Damals in leicht veränderter Form. Ich habe an ein, zwei Stellen die Stadtgrenzen geschnitten. Habe jetzt versucht, eben eine Route zu planen, dass ich außerhalb der Stadtgrenzen bleibe. Und schauen wir mal, ob das klappt. Ganz am Schluss habe ich noch meine Zweifel. Da könnten wir ein paar Meter in die Stadtgrenzen gehen. Müssen wir halt mal schauen. Wird nicht schon nicht allzu schlimm sein. Ja, wo führt uns das lang? Kurzes Stück Panorama-Radweg, Balkantrasse. Dann eben hier Ellinghausen-Wermelskirchen. Wir laufen jetzt gleich auf die A1 zu. Dann in Richtung Sengbachtalsperre. Die streifen wir. Nicht an der Staumauer, sondern an der gegenüberliegenden Seite. Ja, dann geht es weiter in Richtung Leverkusen so langsam. Das heißt, Wiembachtalsperre. Ist das eine Talsperre? Dietendalsperre. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch noch eine Talsperre ist. Müssen wir uns nachher mal angucken. Dann Leverkusener Stadtgebiet. Und dann werden wir auch noch ins Eifkenbachtal gehen. Wirklich schön zu laufen, auch schön hügelig. Eigentlich wirklich gelungenes Konzept auch. Ja. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt auch schön weiter. Und wie ihr seht, geht hier auch schön bergauf. Gerade ging es so einen Kilometer bergab. Jetzt geht es hier schön bergauf. Und dann sehen wir uns gleich vermutlich wieder Sengbachtalsperre. Über Kilometer 3. Ihr könnt es wahrscheinlich in der Aufnahme hören. Vielleicht muss ich das auch nachvertonen, muss ich gleich mal schauen. Wir haben gerade die A1 unterquert und laufen jetzt auf die Sengbachtalsperre zu. Und das schauen wir uns gleich an. Wie gesagt, die streifen wir nur kurz und begeben uns dann weiter in Richtung Wiembachtal. Ich glaube, es heißt Wiembacht. Bis dann. So, etwas über Kilometer 4 und damit herzlich willkommen an der Sengbachtalsperre. Zumindest den Beginn der Sengbachtalsperre. Die liegt hier rechter Hand von uns. Wir streifen die nur knapp auf dieser Wanderung, aber was man hoffentlich hier dann rechts im Bild
erkennen kann, das müsste dann der Sengbach sein, der dann gleich eben gesperrt wird von der Sengbachtalsperre. Ja, Sengbachtalsperre, auch eine schöne Wanderung rum. Wenn man nur die Wanderung macht, sind es so ungefähr 10,5 Kilometer. Kann man auch hervorragend eben in solche Wanderungen hier in der Gegend einbauen. Teilstücke davon, schönes Fleckchen Erde. So, 9.48 Uhr, etwas über Kilometer 5. Rechter Hand sehen wir jetzt auch wieder einen Bach. Bin nicht sicher, ob das nicht vielleicht der Sengbach ist. Ich muss mich besser vorbereiten. Was ihr aber hier jetzt hinter mir sehen könnt, und dann der 3D-Kamera, da kann ich das auch nur einblenden, ist eine wirklich imposante Autobahnbrücke. Da führt die A1 rüber. Wirklich tolles Bauwerk, werde ich bei Gelegenheit noch mal genauer euch zeigen in einem anderen Video. Schön gemauert, riesig hoch und für mich halt immer hier der Einstieg in das Sengbachtal, in die Sengbachtalsperre. Also schon toll, wenn man da drunter herläuft. Und jetzt laufen wir noch ein kurzes Stückchen hier eben diesen Sengbach-Talsperrenweg, den man auch die Talsperre umrunden kann, und werden dann gleich abbiegen links und dann das Sengbachtal verlassen. Kilometer 6. Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde gelaufen. Ich bin jetzt eine Stunde gelaufen. Bin gerade abgebogen von der Sengbachtalsperre weg. Bewegen wir uns jetzt in Richtung Wiembachtal. Ihr hört es auch schon an meiner Atmung vermutlich. Von der Brücke, unten der Brücke, über die die A1 läuft, bis hierhin waren es jetzt ungefähr 1 Kilometer bergauf. Bergisches Land halt. Ganz wunderbares Training. Da kommt man gut ins Schwitzen und trainiert dann auch noch den Kreislauf. Uhr, Kilometer 6,8. War mir gar nicht bewusst, aber wir befinden uns offensichtlich in Leichlingen, laut dem Schild dort. Gut, das grenzt da hier auch an. Wenn ihr mein Video von der Umrundung der Düntalsperre aus der letzten Woche euch angeschaut habt, wenn ihr euch mein Video von meiner Umrundung der Düntalsperre vor 2 Wochen angeschaut habt, dann habt ihr gesehen, dass ich da einiges an neuer Ausrüstung getestet habe. Unter anderem auch die Socken, die ich heute wieder anhab, die Icebreaker Merino Socken. Die haben sich bewährt. Bei denen werde ich auch bleiben. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Dann nutze ich diese Wanderung auch, um noch 2 weitere neue Ausrüstungsteile zu testen. Warum mache ich das? Naja, ich werde am 30. Juni, der 30. Juni, beim Kölnfahrt Ultra starten. Das sind 171 Kilometer in 48 Stunden rund um Köln. Das ist für mich eine ziemliche Herausforderung. Hab da auch mächtig Bammel vor, gebe ich auch gerne zu. Und bis dahin möchte ich eben ein Setup haben, wo ich möglichst viele Fehlerquellen halt ausgeschaltet habe. Also Dinge, die Blasen verursachen können, schlecht sitzende Klamotten und so weiter. Soll halt dann alles getestet sein. Ja, heute 2 Ausrüstungsgegenstände neu. Einmal Schuhe,
Das sind hier die Altra Lone Peak 7. Vorher habe ich die Salomon Speedcross oder von Hoka ohne die Mafette oder die Bondi getragen. Sind alles gute Schuhe. Und gerade die beiden Hoka ohne haben mir ja beim Mammutmarsch Ruhr an den 2 Tagen sehr gute Dienste geleistet. Hab mir allerdings da auch Blasen gelaufen. Noch mit anderen Socken zwar. Aber wollte das jetzt eben auch nochmal austesten mit anderen Schuhen. Hab heute eben die Altra Lone Peak 7 an. Die wird von Ultrawandern grundsätzlich werden die empfohlen. Warum? Die haben wohl eine breite Zehenbox. Das merkt man auch. Ich finde, die sehen aus wie Entenfüße. Das soll verhindern, dass man eben zwischen den Zehen Blasen bekommt und dass man vorne Platz hat und nicht nach vorne anstößt und zur Seite. Ja, auf den ersten 7 Kilometern fühlen die sich gut an. Das heißt natürlich nichts, da werde ich aber am Ende dann noch mal was drüber sagen. Ja, das sind eben die Schuhe. Altra Lone Peak 7, Link unten in der Beschreibung. Und dann teste ich eben auch noch einen Rucksack. Das ist jetzt der Lightway Gramless. Das ist ein ultra leichter Rucksack aus Ultra 200 Material. Wird in der Ukraine hergestellt. Kann man in Deutschland über Walk on the White Side bekommen. Auch da den Link unten. Den teste ich heute auch. Ich bin ja sonst immer mit einem selbstgenähten Rucksack unterwegs. Der hat jetzt knapp 1500 Kilometer hinter sich. Der zeigt an einigen Stellen schon echte Abnutzungserscheinungen. Ich habe den mehrfach auch selber geflickt und getaped. Ist jetzt aber so langsam an der Grenze seiner Lebenserwartung. Und die Frage ist jetzt halt, nähe ich mir wieder einen Rucksack selbst? Ist natürlich aufwendig. Da brauche ich schon so 10, 15 Stunden zu. Oder probiere ich es halt mit einem fremdhergestellten Rucksack von der Stange. Ja, und das ist eben heute der Test von dem Lightway Gramless. Auch dazu werde ich dann am Ende noch was sagen. Ja, und dann muss ich halt die Entscheidung fällen, gehe ich mit dem weiter oder nehme ich mir selber ein noch ein Modell testen jetzt bis Ende Juni. Ich glaube, das wird zu eng. Gut. Dann sind wir nach 7,5 Kilometer in Höscheid-Heide angekommen, Leichlingen. Ihr habt es ja gerade gesehen, Straße überquert, beinahe überfahren worden. Einmal unaufmerksam ist in dieser Kurve, hat man keine Chance mehr. Und ich hoffe, man hat auch gesehen, das Eichhörnchen, das sich gerade über die Straße bewegt hat. Ich suche das gleich im Videomaterial mal. Ja, sieht das eingeblendet, wenn man das sehen kann. Falls nicht, seid ihr versichert, da waren Eichhörnchen. Es ist jetzt um 9:45 Uhr zwar warm und die Sonne scheint, aber so verwirrt bin ich dann auch noch nicht. Ja, ich hatte euch ja am Anfang erzählt, dass ich diese Tour vor 2 oder 3 Jahren schon mal gemacht habe. Und wo ich hier gerade in diesem Teilstück bin, tatsächlich vergessen, wie wunderschön es hier ist. Mit dem Bach hier zur linken Hand, das Feld hier auf der rechten Seite, die Vögel singen, ganz schöne Atmosphäre, ein toller Weg.
Also ich genieße das unfassbar. Ich hoffe, man kann einiges davon hier auch sehen. Ich weiß nicht, ob das so hier in der Aufnahme rüberkommt, aber es ist einfach toll. Es ist ein toller Tag. Ganz wunderbar. Ja, schön. Die Altras habe ich jetzt auch getauft. So, Kilometer 9,5. Auch hier sichtbar und deutlich eben die Auswirkungen der Rodung. Ja, Borkenkäfer haben wohl auch hier zugeschlagen. Und was man hier auch sieht, ist etwas, was ich wirklich schon fast eine Unverschämtheit finde. Durch die Forstarbeiten sind eben die Wege durch die schweren Maschinen sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, bis zum Punkt, wo eine normale Querung, Benutzung der Wege quasi nicht mehr möglich ist. Wir haben ja gerade schon gesehen, es hat in den letzten Tagen auch immer mal wieder geregnet. Und in dem Zustand, wie sich dieser Weg hier befindet, sieht ihr die Tiefprofile, das ist alles tief matschig, das ist unangenehm zu laufen. Und da ist natürlich immer auch die Befürchtung, dass man irgendwo mal komplett einsackt. Ja, verstehe ich auch nicht. Bei allem Verständnis für eben die Notwendigkeit solcher Arbeiten kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, ob das immer so notwendig ist. Aber warum wird da nicht eben auch verpflichtet, dass die Wege schnell, unverzüglich, unmittelbar, zeitnah zumindest, wieder in einen Zustand gebracht werden, sodass man sie auch benutzen kann? Ja, ihr merkt, das nervt mich sichtlich. Aber gut, hilft ja nichts. Ich sehe auch keine Möglichkeit, hier rumzugehen. Links die Steigung, rechts der Bach. Ja, das ist super. Aber so werden dann eben auch die Altra Roundpeak 7 mal schön eingeweiht. Ja, ach geil, bis zum Knöchel drin. Toll, einfach toll. Jetzt auch noch schön hier mit Matsche. Das, ja, ihr seht ja selber. Eine Vollkatastrophe. So Freunde, jetzt habe ich ein nächstes Problem. Ich komme da nicht rüber. Der Schlamm da ist einfach zu tief. Das wird nichts. Ich habe jetzt schon, man sieht es hier glaube ich, wenn ich da unten blicke, schon die Füße knöcheltief im Schlamm stecken gehabt. Ich werde jetzt versuchen, hier irgendwo nach da vorne zu kommen. Mich hier durchzukämpfen. Ja, das ist alles andere ist schön. Und hier nicht. Etwas weiter oben. Ja. Wegfindung ist Teil der Herausforderung. Versuche ich mal ein großes Stück hier durchzuschlängeln. So. Das sieht natürlich super aus da unten. Ja, ist schön hier. Freunde, wenn ihr sich ein bisschen aufräumen. Oh, das kostet natürlich dann so richtig schön Kraft. Ja, Kilometer 10 übrigens. Das ist jetzt eine echte Herausforderung. Action. Los! Boah, das sticht.
meine Brille verloren. Das ist alles Wahnsinn, Freunde. Was eine Katastrophe. Ja, das. Das ist nicht bueno. So, Freunde. Also da lang komme ich nicht rüber auf den Weg. Und jetzt aber da oben auf die Straße. Das heißt, der Plan ist jetzt da über den kleinen Bach, dann hoch zur Straße. Wünscht mir Glück. Schön hier. Gut, dann gehen wir es mal an. Alles gut. Und einer da? Ja, ja. So, ich habe jetzt für die letzten 500 Meter so lange gebraucht, dass meine Uhr schon sagt, ob ich nicht das Training beenden möchte. Aber gut, das Teilstück haben wir jetzt hinter uns. Hier links ist Burscheid, wir sind hier genau auf der Stadtgrenze. Und ich meine mich zu erinnern, dass jetzt nämlich hier Wietsche Wienbach gleich, ja. Und da ist es schon, ein recht hübsches, kurzes, aber extremes Steilstück kommt, will ich euch nicht vorenthalten. Los geht's. Der Wege verbleibt mittel. Oh, gerade beim Dorn. Ja, da haben wir. Da habe ich mal schön in einen Dornbusch gepackt. So, 2 Stunden 14, Kilometer 11,5. Das hat mal richtig Zeit gekostet und auch Kraft. Die Wege sind jetzt aber ein bisschen besser. Ihr seht, wir sind gerade durch eine kleine Ortschaft gekommen. Oberwietsche, meine ich, heißt die. Da geht man auch direkt über so einen Hof drüber. Das ist dann Teil des Wanderweges. Und man hat dann eben hier Gelegenheit, auch direkt an einer Pferdewiese, Pferdekoppel, das ist der Begriff, vorbeizukommen. Und da sieht man hier auch schön Pferde. Und dieses Pferd kommt auch direkt auf mich zu. Ich bin jetzt nicht sicher, was ich machen soll. Am besten gar nichts. Ich gebe zu, ich habe Respekt vor Pferden. Die tun wahrscheinlich nichts, sind aber viel, viel größer als ich. Und auch viel schwerer und haben mehr Muskeln. Da halte ich lieber ein bisschen Abstand. Schon beeindruckend. Ja! Sehr knapp, Freunde. Sehr knapp. Kurz vor Kilometer 14
2 Stunden 37 gelaufen. Wir befinden uns jetzt an der Diependalsperre. Und das hier müsste die alte Staumauer sein. Ist sie das? Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob hier noch viel gesperrt wird. Muss ich mal rausfinden. Ja. Das heißt, wir bewegen uns jetzt eben von diesem Punkt hier gleich aufwärts in Richtung Panorama-Radweg, eben der Trasse, der Fahrradtrasse. Das wird nochmal ein ganz schöner Aufstieg werden von hier aus dem Tal. Ist halt so. Und bei Kilometer 14,82 unterqueren wir jetzt offensichtlich den Panorama-Radweg, die Balkantrasse, in dieser wirklich, wirklich kleinen Unterführung, diesem Tunnel. Das scheint ganz schön. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite rauskommen, was für ein Kontrast. Grün, Felder, vorher grau, Häuser. Wunderbar. Oh, Thema der heutigen Wanderung, schlechte Wege. Kilometer 16, 3 Stunden und 4 Minuten gelaufen. Und schaut euch das hier an. Das nicht herrlich. Aus dem Wald raus. Hier schön über die Felder. Die Sonne scheint. Wahnsinn. So, Kilometer 17. Knapp 3 Stunden 10 gegangen. Wir befinden uns auf schöne Aussicht, sagt mir der Navi. Das stimmt auch. Ich schwenke mal eben rum. Und was ihr hier seht, ist tatsächlich eine Sicht auf Leverkusen und Köln. Ich hoffe, man kann das irgendwie erahnen. Man sieht die Leverkusener Brücke, die neue, den Wasserturm, dann weiter links die Anlagen in Köln, Niel und Bayer. Und dann sieht man noch weiter links den Kolonius, den Fernsehturm von Köln. Drei Stunden 41 gelaufen, Kilometer 19,5, vielleicht etwas mehr. Wir haben gerade Lützenkirchen vor 1,5 Kilometern hinter uns gelassen. Leverkusen-Lützenkirchen, Stadtteil von Leverkusen. Hatte gerade kurz noch die Bilder gezeigt, wie wir die A1 wieder gequert haben. Und bewegen uns jetzt auf das Örtchen Ropenstall. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, zu. Ist noch 1,5 Kilometer bis dahin. Und dann sind wir auf dem Weg hin zu Strasserhof. Genau, Odental kommt dann, Lecher. Und dann sind wir auch schon im Alfenbachtal und da freue ich mich schon drauf. Kilometer 20,5. Der Navi hat das Rätsel gelöst. Das heißt Ropenstall. Herzlich willkommen. Nach
Stall auf dem Weg nach Strasserhof. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wahrscheinlich wird man es hören. Absolut brutales Berganstück. Wow! Gerade jetzt geht es wirklich sehr, sehr steil nach oben. Geht natürlich auf den Kreislauf. Oh. Brutal. Und falls ihr gedacht habt und nicht gehofft, dass nach diesem extremen Steilstück dann irgendwie gerade geht, ist nicht. Geht weiter beständig bergan. Zwar nicht mehr so steil, aber das strengt dann doch schon mächtig an. Kilometer 22,5 und das war genau das Stück, bei dem ich mir fast sicher war, dass mein Konzept nicht aufgeht. Hier, Stadtgrenze Durscheid. Ich würde mal sagen, ich bewege mich noch auf der Stadtgrenze. Die läuft mich genau hier lang. Und ich muss da vorne 10 Meter weiter eben in den Weg. So, nur noch mal der Vollständigkeit halber. Stadtgrenze hier. Nicht innerhalb der Stadtgrenze. Für mich so definiert. Und damit herzlich willkommen in Odenthal-Lecher. Kilometer 24, 4 Stunden 30 unterwegs. Wir haben jetzt Odenthal-Blecher hinter uns gelassen und befinden uns jetzt auf dem Weg hinab ins Alftenbachtal, kommen etwas hinter dem Altenberger Dom raus und bewegen uns dann eben durchs Alftenbachtal. Und damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, aber zu meiner Rechten, eurer Linken dann wahrscheinlich, in jedem Fall zur Seite hin haben wir jetzt von hier aus einen ganz wunderbaren Blick auf den Altenberger Dom, der da unten im Tal liegt. Kilometer 25, 4 Stunden 38 unterwegs. Herzlich willkommen im schönen Alftenbachtal. So, Kilometer 26. Was wir gerade gesehen haben, war tatsächlich Teil ehemals einer Küstenregion. Das heißt, das hier war vor ca. 350 Millionen Jahren eben Teil des Meeresbodens, das Bergische Meer. Hat sich natürlich alles seitdem verschoben. Und auf der linken Seite sehen wir jetzt einen sogenannten Ringwall. Da muss man aber schon archäologisch, glaube ich, geschult für sein, um da wirklich etwas von Menschenhand Erschaffenes zu sehen. Also offensichtlich wurde da was gebaut vor langer, langer Zeit. Sieht heute für mich ehrlicherweise aus wie ein ganz normaler Hügel. Natürlich entstanden, aber dem ist wohl nicht so. Und jetzt sehen wir auf der rechten Seite unten, haben wir einen schönen Blick auf den Alfkenbach. Geht es hier nochmal schön steil runter. Hier ist auch das Geländer weggebrochen. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht hier den Steilgang runtersegelt auf der rechten Seite. Hier ist er. Und dann kommen wir hier zu einer Brücke über den Alftenbach. Ist auch erneuert worden. Kann man jetzt wieder wunderbar gehen. So, und dann gehen wir jetzt den Hauptweg hier bis zur
Markusmühle. So, eine Forellenzucht meine ich, eine Fischzucht. Ja, haben wir hier so einen schönen Hauptweg. Kann man gut gehen. Macht Spaß, vor allem bei dem Wetter. Top. So, und hier kurz nach Kilometer 27 kann man links dann auch gehen. Da gibt es da vorne eine Brücke. Ich glaube aber, die gab es. Die ist, glaube ich, kaputt. Kommt man im Moment nicht drüber. Ich finde den Weg links eigentlich schöner. Ist mehr im Wald. Aber der Weg hier ist allemal gut. Kilometer 28,5. Und Freunde, könnt ihr mir mal erklären, was das mit der Bank soll? Ist das eine Bank für Riesen? Oder für Leute mit Stelzen? Im Normalfall würde ich sagen, einfach eine Fehlkonstruktion und eine Verschwendung von Steuergeldern. Aber vielleicht ergibt das ja auch Sinn. Kilometer 29, 5 Stunden 23 unterwegs. Bin jetzt an der Markusmühle angekommen. Auch hier ein Eierautomat mit frischen Eiern. Das findet man hier in der Umgebung von Burscheid jetzt öfter. Und das finde ich eine wirklich gute Sache. Kann man sich dann Eier holen, auch mal am Wochenende. Und weiß dann auch, Mensch, das ist von Hühnern aus der Umgebung. Kann die auch teilweise dann sehen, wie die auf den Feldern mit diesen mobilen Hühnerstellen picken. So was erdet, das finde ich gut. So, rechter Hand jetzt der Alpenbach. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe vorhin nur eine Flasche Wasser mitgenommen, ganz bewusst auch. Jetzt haben wir aber noch so 2-3 Kilometer vor uns knapp. Es ist warm. Ich muss gleich was trinken. Die Flasche ist schon ein bisschen länger leer. Ich habe aber noch einen Plan B mir ausgedacht. Da vorne ist eine schöne Stelle. Gucken wir uns jetzt gleich mal an. Gerade gesehen, dass ich mir aus dem Alpenbach eben hier das Wasser geholt habe, und ich gehe mal davon aus, dass das Wasser vom Alpenbach schon relativ gute Qualität hat, will da aber jetzt auch kein Risiko eingehen. Deswegen habe ich hier diesen Wasserfilter von Sawyer, wohl sehr bekannt, filtert Bakterien und Dreck raus. Kann man dann zurückspulen, ist also eine clevere Sache. Das Schöne ist, kann man dann eben hier auf so eine ganz normale Flasche mit so einem Gewinde aufsetzen. Mal gucken, ich nehme hier hin. Dann hat man hier eben auch nochmal einen Deckel. Man kann dann eben mit ein bisschen Druck und Saugen hier das Wasser raussaugen. Ist dann ein bisschen anstrengend. Aber allemal besser als eben das ungefilterte Wasser zu trinken. Von daher, lasst euch den Link mal unten in der Beschreibung. Sawyer Micro Squeeze, der funktioniert in Ordnung. Kann man dann auch, wenn man zwei Flaschen hat, das einmal so durchlaufen lassen. Also so für solche Sachen wie hier allemal gut geeignet. So, bei Kilometer 29,5 haben wir hier die Brücke. Wie ihr seht, die war bis vor 3 oder 4 Wochen quasi nicht mehr vorhanden, ist eingestürzt gewesen. Da musste man, wenn man hier überhaupt durch wollte, eben so einen gewagten Sprung über den Bach machen. Jetzt war ich ganz überrascht, dass die Brücke jetzt wieder hergestellt wurde. Ja, toll, muss man ein bisschen Glück für haben. Kilometer 30, 5 Stunden 39 gelaufen. Komoot hat mich gerade nicht lieb, wollte mich vorhin hier einen Steilhang hochführen. Den Trick kenne ich schon,
Darauf bin ich schon mal drauf gefallen. Also unmöglich, das zu gehen. Ich weiß, dass wir hier jetzt gleich einmal links abbiegen können, um dann eben hoch Richtung Bellinghausen am Ziegeleiloch vorbei zu kommen. So, und ich bin der festen Überzeugung, aber auch nicht 100% sicher, dass das hier der richtige Weg ist, der uns vom Alfgenbachtal hoch nach Bellinghausen zur Trasse, zur Radtrasse, zum Panorama-Radweg, zur Balkantrasse hinbringt. Kilometer 30,7. Komoot ist wieder zufrieden. Du bist zurück auf der Tour. Wusste doch, dass das so klappen würde. Ja, das heißt, wir haben jetzt noch so vielleicht 1 Kilometer, bis wir eben zum Ausgangspunkt unseres Marsches kommen. Toll, einfach toll. Wetter hat gehalten. Einfach großartig. Kilometer 31, 14.50 Uhr. 5 Stunden 50 gelaufen. Ich schwenk mal nach links vorne. Und was ihr da dann seht, das ist eben der Kamin der alten Ziegelei. Das ist ein Lost Place. Video von Outdoor mit Sebastian. Das verlinke ich euch gerne in der Beschreibung. Ziegeleiloch, dieser See, jetzt Heimat von Wasservögeln. Auch für Spaziergänger sehr, sehr lohnenswertes Ziel. Und dann biegen wir gleich links ab in Richtung Panorama-Radweg der Balkantrasse. Ja. Und dann ist gleich Zeit, auch nochmal ein Resümee zu ziehen, kurz vorm Ende. Da melde ich mich dann für. Kilometer 31,5, 5 Stunden 56 unterwegs. Zeit für ein Resümee. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich unter anderem auch Ausrüstung teste. Heute eben Schuhe und Rucksack neu. Die Schuhe, die Altra Lone Peak 7, die haben sich bewährt. Da gibt es keine Probleme, würde ich sagen, jetzt nach den 30 Kilometern. Die sind sicherlich eine echte Alternative. Ich schwanke allerdings, ob ich nicht eben für den Köln-Fahrt Ultra weiterhin Oka Hoka Bondi oder die Oka ohne Maffette nehmen, einfach wegen der besseren Dämpfung. Gut, da habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, das auszuprobieren. Dann der Rucksack, der Lightway Gramless. Das ist ein toller Rucksack. Die Dimensionen passen für mich, so die Features, das passt alles. Ich komme gut an die Wasserflaschen, hat man ja gesehen oder auch nicht. Jedenfalls passt das. Er hat so ein paar schöne Features, die ich wirklich gut finde. Aber zum einen bin ich natürlich verwöhnt von meinem selbstgenähten Rucksack, weil er genau die Features hat, die ich so als gut empfinde. Und der ist unbequem für mich an den Schultergurten hier oben. Das kann für andere ganz anders sein. Bei mir zwängt es so ein bisschen ein. Liegt wahrscheinlich an meinem Körperbau. Da kann man nichts machen. Ich werde da mal ein Review zu machen. Dann werde ich den wahrscheinlich doch verkaufen und mir einen eigenen nähen. Vielleicht verlose ich den auch. Mach ein Gewinnspiel draus. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich den verlosen soll. Würde ich dann im Zusammenhang mit dem Review eben machen. Und dann werde ich mir, glaube ich, selber wieder einen Rucksack nähen in diesen Dimensionen mit einigen der coolen Features, die hier dran sind. Mit ein paar Features, die ich sonst noch gerne habe. So, dann sind wir tatsächlich genau jetzt am Ende von unserer Wanderung. Hier sind wir gestartet an diesem Punkt. Es war schön, das Wetter war super. Das ist einfach eine schöne Runde, aber hier im Bergischen zu laufen, zu wandern, ist halt doch anspruchsvoll. Man sammelt einiges an Höhenmetern, aber eben auch wunderschöne Landschaften, wunderschöne Wege. Wir hatten einiges zu kämpfen am Anfang, aber auch das war ja dann okay so.
War ganz spannend. Ja, eine runde Sache. Ich laufe jetzt nach Hause, ist ja auch Muttertag. Ich werde gleich noch meine Mutter besuchen. Und dann freue ich mich, wenn es euch denn gefallen hat, euch beim nächsten Mal zu sehen. Lasst mir einen Daumen hoch da und ein Abo. Das hilft mir wirklich, diesen Kanal weiter zu betreiben. Wenn euch was von den Produkten interessiert, kauft die ruhig auf Amazon, da kriege ich auch was für. Und ansonsten habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und nur der Vollständigkeit halber, das waren jetzt 32 Kilometer in knapp unter 6 Stunden. Und dann sind wir jetzt auch wieder in Burscheid. Hat Spaß gemacht. Ist fertig. Da kommt nichts mehr. Wirklich nicht. Ihr könnt abschalten. Yeah.